Unlängst hat unser Finanzminister gesagt, die Sozialpartnerschaft sei tot. Wie ist Ihre Bestandsaufnahme? Also ich würde das gerne differenzieren, denn die Sozialpartnerschaft, der Interessensausgleich auf betrieblicher Ebene zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern funktioniert hervorragend. Das ist auch jene Ebene, die aus meiner Sicht weiter gestärkt werden müsste. Mehr Verantwortung auf betrieblicher Ebene. Die Institution Sozialpartnerschaft, die hat den Sprung ins 21. Jahrhundert aus meiner Sicht noch nicht geschafft. Die agieren noch in den 80er, 90er Jahren, die betreiben Klientelpolitik, Einzelinteressen, sehen aber nicht mehr die Gesamtverantwortung und daher muss sich aus meiner Sicht hier massiv etwas ändern, sonst ist die Daseinsberechtigung dieser Organisation nicht mehr gegeben. Gerade die wurde allerdings in Verfassungsrang gehievt. Ja, Gratulation an die betroffenen Personen, die das geschafft haben, mit einer Dreiviertelmehrheit sich sozusagen einen Status zu erreichen, der somit fast unantastbar ist. Aber sie sind dennoch gefordert, denn sie müssen entsprechend performen, sie müssen Ergebnisse erzielen. Diese sind säumig und damit ist ihr System generell und per se in Frage gestellt.